Hallo, der Brain Spectator vor euch am Mikrofon, gemeinsam mit Jackie, Joni und Lauri. Alle Is. Spielen wir Phasmophobia. Genau. Und Blindy, moin. Genau, ja. So, diesmal nehme ich mir nur V-Lampe mit. Geist-Event sollen wir sehen. Und EMF-Reader. Und minus 10 Grad. Oder minus gerade. So, also. Wir haben Michael Robinson. Genau, Michael Robinson findet einen Raum unter 10 Grad Celsius. Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden und finden sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mittels EMF-Reader. Ja, ansonsten sprechen sie den... Nee, dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Also, Joni, du weißt Joni, deine nimm dir die Geisterbox, los Zeuge geht's. Joni, du hast vorhin gesagt, du hast dich dran gewöhnt. Auf geht's, Joni. Ich hab mich nicht dran gewöhnt. Auf geht's, Joni. Das Radio. Das fängt ja jetzt schon an zu flackern. Hat jemand einen Schlüssel? Ich hab einen Schlüssel. Easy. Du hast einen Schlüssel? Das ist gut, dann kann ich ja aufmachen. Lob. Ja. So. Ja. Hallo. Jack, hello. Also Joni scheißt sich jetzt schon wieder ein, bevor wir ins Haus reingehen. Bis jetzt Temperaturen warm, so 16 bis 17, 18, 19 Grad. 17 Grad, 17 Grad, 19 Grad, 16 Grad, 19 Grad. Ja, hier ist alles geschmeidig. Alles easy going. Joni, geh mal mit dem Geist reden alleine. Ja, 19 Grad. Das geht doch erst, wenn ich ihn gefunden habe. 19 Grad, 19 Grad. Ich denke, draußen ist er nicht. Vielleicht ist ein Hofgeist. Na, draußen war er nicht. Michael Robinson. Michael Robinson. Jetzt habe ich ein Geräusch gehört von einem Schritt. Ich höre immer wieder mal so Schrittgeräusche. Ich glaube, die sind nicht von euch. Nee. Immer so ein Stampfen, also so was Sandiges, sag ich jetzt mal. 16 Grad, 18 Grad. Robinson, hast du sandig Stiefel an? Michael Robinson. 17 Grad. Ich denke, die. Alter! Phil ist einfach durch die Tür durchgegangen. Ja? Phil ist der Geist. Ist ja einfach durchgebackt. 17. Ihr habt den Geist schon gefunden, Leute. Oha. Aha! Sheesh! Wo ist Jack eigentlich schon wieder? Also, da wird er wohl oben sein. Ja, geh ich auch von aus. Wo geht's hoch? Wo seid ihr? Unten, Eingang. Eingang. 16 Grad. 18 Grad. Schauen wir mal in den Raum rein, den wir ja schon gut kennen. Jo, 16 Grad. 19 Grad. 19 Grad. 17 Grad. Oh, hier ist nix. Wir können höchstens mal in den Gegenüber gehen. Da hinten. Ja, wir sind oben. 18 Grad, 18 Grad, 16 Grad, 17 Grad. Okay, bleibt eigentlich bloß der Raum hier hinten, ne? 16 Grad, 19 Grad. Du, den Ball will ich ganz gerne. Oh. Lichter flackern unten gerade. Die Leute, die Lichter flackern. Unten, wo unten? Unten in dem großen Raum war das, unter der Treppe quasi, also der Geradeausraum. Direkt im Eingang? Komisch. Jack, direkt im Eingang? Einen Raum weiter, geradeaus. Also hier oben haben wir jetzt nichts gefunden. Hörst du mich? Guckt ihr auch immer schön nach dem Waschbecken und so? Wo bist du? So, ein geradeaus, meinst du hier in der, wo der Ventilator aussteht? Oder? Der erste, also wenn du reinkommst in die Eingangslobby, geradeaus und dann ist so ein riesiger Raum. Und da hat gerade das Licht geflackert. Okay, aber hier sind. Ich hab was gehört. Ja, ich auch. Ich hab's nicht wieder angemacht.
Hab ihn auch gehört. Wie alt bist du? Aber kann er hier im Flur sein? Ja, ja, kann gut sein. Der war auch schon in der Schule in der Eingangslobby. Oh Gott. Ich weiß nicht, ja. Also der kann natürlich auch hier in die Küche gehen oder sowas, das geht ja alles. Wo bist du? Nichts erkannt. Soll ich denn hier mal auf dem Boden? Also ich hab halt nirgendwo, also rein von den Temperaturen finde ich hier... Oh, da war wieder Flackern gerade, oder? Ja, ja. Ich hab's nicht gesehen. Wie Patrick, hab's nicht gesehen, mach's doch mal! So, aber der hat ja an Licht geflackert, aber an dem Lichtschalter selber sehe ich nichts. Nee, sehe ich auch nicht. Hier drinnen Lichtschalter auch nicht. Wie sieht es mit der Tür hier aus? Auch nichts dran. Gib uns ein Zeichen. Also UV ist schon mal nicht. Weiß auch nicht, ob es einfach hier unten dann ist oder ob es auch oben sein könnte, ne? Das ist so das Problem. Also er spricht nicht mit uns. Michael. Joni, du musst ja auch alleine mit ihm reden. Der war wahrscheinlich ein Banker. Hier ist Wall Street Journal. Jo, haben wir eben hier das Licht angemacht soweit. Michael. Aber temperaturmäßig war nirgendwo irgendwas. Okay. Also ihr guckt euch auch um, ob ihr irgendwie, was weiß ich, einen Knochen finden könnt oder sowas, ne? Wenn mal irgendwo was. Aber hier oben sieht es auch irgendwie ein bisschen mau aus, was ihn betrifft. Mhm. Bisschen schade, dass wir auch wieder das gleiche Haus wie vorher schon gehabt haben. Das wird wohl etwas schwieriger. In dem Raum da hinten war ich noch gar nicht drin gewesen. Michael. Ach, ich wollte gerade sagen, warum ist kein Bett hier drin, aber das ist einfach nur ein kleines Bett. Ne, aber hier ist auch nichts. Ich hab schon wieder den Geisternamen vergessen. Michael Robinson. Genau, Michael Robinson. Robinson Crusoe. Michael! Mr. Wilson! Was ist denn? Oh. Plötzlich ist es ruhig, glaub, ey, aber das war das, die Geisterbox. Glaub, die Geisterbox immer ruhig schön anlassen. Wo wieder der Raum? Ja, ich glaube, es hat hier gerade geflackert. Okay. Okay, ist mir so nicht aufgefallen. Vielleicht ist auch die Sanity, die kann das auch verursachen. Michael Robinson. Ich glaube, die Sicherung ist raus. Nee, hat bloß einer das Licht ausgemacht. Hat bloß einer das Licht ausgemacht. Einer oder er, ne? Give us a sign. Gib uns ein Zeichen. Michael. Ah, Fingerprints. Sprich mit Joni. Hast du Fingerprints gefunden? Ja, Fingerprints. Einmal bitte fotografieren hier. Jawohl. Ah ja. Ah ja. Da sind neue drauf gekommen. Halt nochmal drauf, ich hab keinen. Heißt das, dass der hier in dem großen Raum ist oder in dem kleinen hier? Die sind aber gerade verrutscht, die Fingerprints. Der hat gerade, während du da dran warst, neue drauf gepackt. Lol. Okay. Ist er hier drin oder was? Ich habe auch leichte EMF-Ausschläge. Ja, leichte. Fingerprints haben wir schon mal, können wir eintragen. Oh, Flacke. Wo soll ich, was denkst du, wo sollte ich meinen hinsetzen? Mach mal den Raum hier hinten, weil wir ja nicht sicher wissen, ob es der Raum ist oder hier. Welcher? Der hier? Ja, der hier. Okay. Kamera EMF ist an. 2. Super. Soll ich die Tür offen lassen? Hier drin habe ich EMF, hier in der Türschwelle. Okay, ich schaue nochmal hier drin mit dem Thermometer. Aber hier drin habe ich 20 Grad. Also, hier ist nix. Okay. Wo ist die Kamera? Hier ist auch noch der Ausschlag. Hier zwischen. Was? Was? Wo ist? Was ist denn jetzt passiert? Wo ist er? Ich glaube, das war bloß wieder so ein Geräusch. Ja. Oh, da hinten ist die Tür zugegangen. Da hat die Tür zugemacht. Ciao, Michael.
Nee, da ist irgendwie noch Licht an in dem Raum nach hinten geradeaus. Meinst du dort, wo ich die Kamera abgestellt habe? Ja, bloß geradeaus. Also nicht links, wo du die abgestellt hast, sondern geradeaus. Ich hier war er! Hörst du? EMF 4. Hier draußen ist alles cool. Könnt ihr da hinten das Licht eben ausmachen? Wir würden gern erstmal überhaupt wieder rauskommen. Hallo? Wir würden gern überhaupt erstmal wieder rauskommen. Joni, Sanity sieht nicht so gut aus. Und Lauri, deine auch. Ihr seid unter 40. Dann lass Joni fahren. Das ist noch easy. Ey! Check schon wieder. Der ist hinten gelaufen. Er macht 4. Tür ist zu, ja. 10. Ja, ich habe ihn fotografiert. Der da steht so. Er ist wieder gefallen. Er ist wieder weg. War er nackt? Er ist wieder weg. Nee, war angezogen. Okay, aber wir haben trotzdem noch nichts. Null. Er stand dort hinten in der Ecke, den habe ich fotografiert. Geh mal raus und schau nochmal. Also was hat. Wir haben bis jetzt nur einen Beweis. Und wir haben keinen Geisterort, nichts. Ja, nur die Finger. Kein Geisterort und nichts, ne? Genau. Da müssen wir noch mehr haben. Der hat die Geisterbox. Lass den mal raus, oder? Mit dem Buch jetzt erstmal. Okay. Jawohl. Ja, nicht komplett alleine lassen, der wird dir auch in die Hand schreiben. Und vielleicht sollte da nochmal einer versuchen, weil der redet ja nur allein mit Leuten, allein mit der Geisterbox dort reinzugehen, mit dem zu reden. Hast du die Geisterbox? Warte. Phil hat ja. Was hat Phil? Ja. So, ich war auch schon unter 40. Ja, was ist mit der Geisterbox? Du hast die Geisterbox. Mach die an. Ja. Und jetzt gehen wir hier beide in den Raum und dann wirfst du die einfach auf den Boden. Einfach hier hinwerfen mit G. G? Genau. So. Du musst sie schon anlassen. Ja, die läuft ja. Okay, die ist noch an. Okay. Dann kommen also, wir wieder raus. Also, ich überwache euch gerade, ja. Also, Geisteraktivität nur. Michael? Wie geht's mir? Ich glaube, ich gehe nochmal rein mit dem EMF 21. Ja, check's euch langsam. Was war das? 3. Was? Michael. Oh, okay, Geisterbox. Geisterbox, Geisterbox. Geisterbox hat auf die Geisterbox. Hat geantwortet, ja. Check. Dann ist es Spirit, Gespenst oder Poltergeist. Spirit, Gespenst oder Poltergeist? Ich schau, was wir brauchen. Spirit is ghostwriting. Wraith is freezing temperatures. Poltergeist ist Geisterorb. Geisterorb, okay, also check. Brauchen wir Geisterorb. Check, soll ich nicht mehr rein, zumindest meine Pille, weil mir geht's gar nicht mehr gut. Ich hab nicht mal mehr 20. Geisterorb, Gefriertemperaturen oder Geisterbuch? Du hast ja... Hier, warte mal, nimm mal das Gerät hier auf. Aktivität 0. Joni bei 18, 15. Soll ich mal rauskommen und wechseln? Nee, lass dich ruhig fressen, machst du gut. Ey! Geisterorb, ich glaube, da war ein Geisterorb. Ganz dick auf der Kamera, allerdings könnte das auch Licht gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber die tauchen ja dann trotzdem hin und wieder nochmal auf. Ja. Also bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Er spricht immer noch mit uns. Frag ihn mal, ob er einen Geisterorb schicken kann. Da war doch einer oben, rechts, oder? Oben rechts auf der Kamera. Nee, ich glaube, das ist bloß eine Reflexion. Ja. Die Geisterorbs sind, glaube ich, auch kleiner. So, wir sind gleich wieder bei euch. Wenn ich jetzt wieder verreck, weine ich. Jack, gib uns Infos für Geisteraktivität, ja? Aktuell 1.
Ich pack die hier vorne gleich an, Phil, ja? Ja. Und stell die hinten in die Ecke. Ich hätte es gesagt, lauf mal ruhig mit hinterher. So, hier so, ne? Ja. Ich glaube dir mal. Phil, kannst du Richtung Tür kommen, nur dass ich ein bisschen safe bin? Also, die Kamera steht gut. Die andere lassen wir so stehen. Taschenlampen bitte aus, oder? Sollen wir die andere Kamera stehen lassen? Beide Kameras im Raum, ja. Ja, genau. Jack, wie geht's mir denn? Warte. Wo ist mein Kruzifix hin? Hast du es fallen gelassen? Ich glaube nicht, aber keine Ahnung. Hat er dir das aus der Hand gesnackt? Es ist wieder Licht angegangen. Es ist wieder einfach Licht angegangen im Flur. Vielleicht müssen wir den Flur mit den Kameras irgendwie bespicken. Weil das kann ja nicht sein. Wenn ich hier umschalte oder so, das Geisterbuch sieht man da unten links, aber es ist nichts reingemalt. Na? Also ich würde das Geisterbuch ausschließen. Das Licht ist wieder aus. Ich müsste jetzt aber trotzdem nachgucken, was da jetzt ist. Also wir haben Gespenst, Spirit. Licht ist wieder an im Flur. Schau mal eben. Also du meinst, wir sollten vielleicht mal eine Kamera in den Flur stellen, ja? Check. Ja, genau. Spirit. Phil, wo bist du? Ich bin im Van. Achso. Bin im Van, warum brauchst du mich? Shade. Ja, ich würde vielleicht die Kamera im Eingang von diesem Raum mal in den Flur stellen wollen. Ja. Das Problem ist, so viel Sanity haben wir beide, glaube ich, jetzt auch nicht mehr übrig. Kannst du den bitte nicht triggern, wenn ich drin bin? Kannst du vielleicht lieber auf die Geisteraktivität gucken? Ich bin. Was soll ich? Geisteraktivität. Achso. Scheiße. Mein Licht fackelt, er ist da. Er ist da, er macht Sounds. Rein hier, schnell. Du Scheiße. Schnauze. Ja, okay, jetzt ist down. Nee, wir sind beide noch da. Ja. Wo soll ich denn die Kamera hinstellen? Ich stelle die jetzt hier hin, ja? Habt ihr jetzt Gefriertemperaturen? Nein. Aber weil er das Licht die ganze Zeit aus- und angemacht hat, die ganze Zeit richtig schnell. Und der Poltergeist, der ist derjenige, der die ganze Zeit mit Objekten rumhantiert. Ist nur ein Guess. Das würde ja bedeuten, dass wir irgendwo Gefriertemperaturen finden müssen. Wir finden aber ja nicht mal einen Ort. Ja, aber das wäre halt mein ehester Guess, ne? Weil halt das Licht jetzt richtig krass die ganze Zeit an und aus ist. Ja, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Wir können uns da jetzt eben räumen. Ja, wir können uns da jetzt auch ewig dran aufhalten, aber ja, Poltergeist ist möglich, wenn es ein Orb wäre. Wir haben zwar nie einen Orb gesehen die ganze Zeit, aber Writings können wir ausschließen. Ja, der macht da schon wieder das Licht an und aus, ey. So, warte mal. Könnte, das ist doch gut, der hat Licht. Ja. Ist dort in dem Raum, wo der das Licht immer an und aus macht. Ja, genau. Da ist ja die Kamera jetzt gerade. Da haben wir gerade das Bild drauf. Na, aber warte mal, der hatte doch noch nicht dort in dem Raum, wo wir den gesehen haben, sondern in dem anderen. Meinst du den Waschraum? Genau, im Waschraum. Dort hat er doch auch immer das Licht an und aus gemacht, oder? Ja. Aber normalerweise müsste ja hier vorne auch schon irgendwo ein Geisterorb fliegen. Das, was wir ausschließen können, sind Gefriertemperaturen. Haben wir die ganze Zeit nicht gehabt. Das andere wäre jetzt gewesen, warte mal, das andere war Geisterbuch. Ja, genau, Geisterbuch können wir auch ausschließen, hat er nicht reingeschrieben. Das bedeutet, eigentlich bleibt nur Orb. Wie ist der Geisterorb? Weil die kann man übersehen oder genau. Nicht sehen, weil, keine Ahnung.
Also, es dürfte schon sein. Entweder wir gehen nochmal gemeinsam rein und gucken, allesamt. Oder wir belassen es dabei. Also, letzten Versuch rein, oder was meint ihr? Ja, klar. Letzter Versuch rein mit Thermometer. Eine Frage, aber bevor geht's, der FME-Reader, der sitzt auch, ist sinnlos, oder? Der ist sinnlos, ja. Muss ich trotzdem mitnehmen. Der ist sinnlos, den kannst du da lassen. So, ich nehme noch mal Salz mit, für den Fall. Soll ich habe auch noch mal einen Thermometer. Alle Mann. Nee, komm mit. Wir lassen jetzt noch einen von uns killen. Sozusagen, aber wir müssen irgendwas machen. Vielleicht müssen wir es platzieren. Oder wir sehen zu, dass wir das Geisterbuch hier in den Raum nochmal bekommen. Können wir hier auf den Tisch legen oder so? Pack die Kamera nochmal an und räumt die. Lackern, er ist hier. Er ist hier. Ja. Er will mich. Ah, ich höre es. Ich hab mich gleich. Der kommt mich holen. Ich bin gleich tot. Der holt mich gerade. Ja. Tschüss. Ja. Shit, ey. Meine Idee gewesen. Ja, gut. Phil, wo bist du? Dann gucken wir mal, was die anderen so machen. Soll ich jetzt nochmal die Kamera anpacken und dorthin in den Raum stellen? Nee. Wir gucken jetzt noch einmal in den Raum rein wegen Buch. Und dann war's das. Dann hauen wir ab. Und sagen Poltergeist. Okay. Buch ist leer. Gut. Tschüssikowski, Leute. Ich höre immer so einen lauten Schritt. Hört ihr das auch? Ja, ich auch. Ich auch. So. Hol dir noch einen. Los, hol dir noch einen. Oh Gott. Raus hier. Ja, schade. Also oh, es Gott. Wurde zumindest etwas kälter, aber nicht kalt genug. Nee. Wie kalt hattest du? 15 oder so. Ja. Kannst vergessen. Also wir spekulieren jetzt auf Geisterorb, ja. Warte, ja. Und Geisterkugel. Okay. In Gedenken an Jack. Jawohl, ich hoffe, du hast auch Geisterorb drinstehen, Jack. Ja, Jack, ich gebe dir nochmal ein paar Sekunden und dann mache ich den Truck zu, ja? Guck mal. Oh Gott, ich habe gar keine Sanity mehr. Soll ich noch reingehen, oder? Ja, mach. Okay, gut, ich mach's den Truck zu, ja? Ja. Ja. Und dann schauen wir mal. Oh Gott, ich bin gespannt. Welcome back. I've prepared some jobs for you. So, ein paar Jobs für uns. Das klingt natürlich toll. Ich bin auch gespannt. Schauen wir mal, ob wir wieder mal aus der Lobby geflogen sind. Wie mit der Versicherung aussieht, etc. Okay. Oh! Spirit? Guckt euch das an. Guckt euch das an. Sind wir wieder alle rausgeflogen? Nee, Joni und ich sind noch drin. Ja, ich glaube. Aber jetzt nicht, ja. Achso. Es war übrigens Spirit. Ja. Herr Phil, würden Sie bitte Ihres Amtes walten? Ja, das war dann eine weitere Folge Phasmophobia. Es kann ja nicht immer klappen. Der Geist war ein Arschloch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Bis dann.